Ja, und somit herzlich willkommen zurück zu Limbo. Es tut mir leid, das zu sagen, aber ich musste wirklich nochmals nachschauen, wie jetzt dieses Rätsel geht. Mein Gehirn kommt nicht auf diese Rätsel klar. Eigentlich wäre es logisch, aber es ist irgendwie doch nicht logisch für mich. I'm sorry. Man geht hier einfach wieder zurück. Drückt den Knopf wieder. Schiebt die Kiste ein bisschen weiter. Geht wieder zurück. Drückt wieder den Knopf. Und dann sollte das eigentlich gleich funktionieren. Hoffentlich. Okay, das war zu knapp. Aber eigentlich ist es ja logisch, wenn man darüber nachdenkt. Aber ich denke gar nicht erst so weit. Es tut mir wirklich leid, ich möchte das ja eigentlich nicht. Es ist ein Rätselspiel. Ich möchte die Rätsel selber lösen. Aber ich denke einfach nicht so weit, wie das Spiel verlangt. Und das ist halt echt schade. Echt schade und doof von mir. No! Hä? Okay. Ich darf erst loslaufen. Das war zu früh. Er hat den Scheißknopf nicht gedrückt. Doch. Schnell! No, was kommt jetzt denn wieder? Okay. Okay. Langsam, ruhig. No! Ich hätte da weiter gehen müssen oder sollen oder gehen. Ich muss da einmal durch. No! Oh, der Kopf. Junge, alles aufs Timing. Jetzt komm. Muss man da hoch? Okay. Hä? Ich warte kurz. Wo geht's da rechts lang? Wahrscheinlich nirgends, oder?
Hört sich nicht so schön an. Das ist der Tod, höchstpersönlich. Das ist auch der Tod? Ich frag mich halt bloß, was da oben ist. Wieso soll man da hochgehen? Für was ist der Pfeil dort? Das reicht auf jeden Fall nicht. Okay, I see, man muss es mega gut timen. Das reicht nicht. Ich muss mich hier hochschießen lassen. I see. Ich soll da runtergehen, dann soll es mich nach rechts schleudern. Ich glaube, ich hab's. Ich glaube, ich hab's. Ah, fast. Aber so ist der Gedanke eigentlich. Ich muss da bloß mit mehr Pace durch. Okay, jetzt ging's nicht. Die Leiche fliegt doch weg. Jetzt! What the fuck? Is happening? Sind wir tot? Ist das das Ende der Geschichte? Der Tod auf der Wiese? Passiert jetzt noch was? Es ist doch nicht das Ende. Ich habe überlebt. Aber... Wait. Ist das... Ist das der Anfang? Nee, oder? Nee. Nee. Oder doch? Ich weiß nicht. Ich bin mir unsicher. Da ist das mysteriöse Mädchen wieder. Okay. Abruptes Ende. Ohne Musik. Bisschen weird. So diese Stille.
Aber das war's dann wohl mit Limbo. Ich würde es ein interessantes, düsteres, schweres Jump-and-Run-Spiel betiteln. Es war mal was ganz anderes. Ist, glaube ich, eben von den gleichen Machern wie auch das andere Spiel. Ich weiß gerade nicht mehr, wie das heißt. Und auch so in einer düsteren Welt ist. So ein Indie-Jump'n'Run-Spiel. Ehre, wenn Ehre gebührt. Durchhaltevermögen. The End. Ja. Ich weiß nicht genau, was ich jetzt zur Story sagen soll. Ich glaube, es ging um das Mädchen, das wir vielleicht gesucht haben. Also ich glaube, ich habe da mal gelesen, dass das eigentlich die Schwester von dem Jungen ist. Und wir da irgendwie auf der Suche nach ihr waren. Durch eine mysteriöse, interessante, schwierige Jump-and-Run-Welt, die viele Tote gebracht hat. Liegt natürlich an mir, weil ich viele Rätsel einfach nicht verstanden habe. Es tut mir leid, ich musste eben ein paar Mal nachschauen, wie es wirklich weitergeht. Aber ansonsten, wer auf solche Spiele steht, dann kann ich sicherlich empfehlen. So, wie gesagt, es war mal was ganz anderes. Auch wenn es mich manchmal ein bisschen zur Weißglut gebracht hat, weil es ebenso schwer war. Oder ich einfach diese Rätsel nicht verstanden habe. Aber es hat so eine ganz spezielle Atmosphäre, finde ich. Eine Atmosphäre, die es nicht so schnell in jedem Spiel gibt. Und es gab ein paar Stellen, wo man wirklich mitgefiebert hat. Zum Beispiel das mit der Spinne. Fand ich ein bisschen krass, ehrlich gesagt, so eine Riesenspinne. Aber, ja. Ich bin ehrlich gesagt froh, dass es vorbei ist. Ich würde es jetzt nicht noch einmal spielen, obwohl es viele Secrets gibt, die ich nicht gefunden habe. Aber so viel zwischendurch. So 2-3 Stunden kann man das gerne mal machen. Ja, und von daher würde ich sagen, vielen Dank hier beim Zuschauen von Limbo. Wir sehen uns beim anderen Let's Play wieder oder bei einem anderen Video auf meinem Kanal. Vielen Dank fürs hier sein und bis zum nächsten Mal. Haut rein. Tschüss.